Ja, hallo, liebe Freunde der guten Sluxy Whitey-Unterhaltung. Wir sind zurück mit Minecraft. Unser neues Dorf hat ordentlich Form angenommen, wie ihr da hinten schon an den Umrissen erkennen könnt. Und unser heutiger Dorfführer Frank hat das Ja, Wort. erstmal herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum neuen Minecraft-Part auf Sluxys Kanal. Ja, wir haben mittlerweile offscreen recht viel gebaut, also im Dorf hat sich ziemlich viel getan. Das wollen wir heute euch mal zeigen. Eigentlich war geplant, dass wir euch das erst später zeigen, aber durch das Update 1.5 gibt es noch kein Shader-Mod. Also eigentlich wollten wir es euch erst zeigen mit dem Shader-Mod und mit dem richtigen Texture-Pack. Aber wir wollten euch das jetzt einfach alles nicht mehr vorenthalten, weil nachher ist das Dorf fertig und ihr habt gar nicht Genau. mitgekriegt, was passiert ist. Also meinen Bahnhof, den kennt ihr ja schon. Ja, der ist ja sehr, sehr gut bei euch angekommen. Ich gucke ja auch öfters mal in die Kommentare vom Sluxy rein und möchte mich da nochmal herzlichst bedanken bei euch für die guten Rezensionen. Da gab es auch einige Fragen, also ich bin kein Architekt vom Beruf, auch kein Statiker oder sonst irgendwelche Dinger. Ich bin Postler, also bei der Deutschen Post. Also nichts Besonderes. Ich sehe nur jeden Tag einen Haufen Häuser, wenn ich dran vorbeifahre. Ja, das inspiriert natürlich. Nee, meine Inspirationen kommen von selber, wo ich das mal als Kind erlebt habe, zum Beispiel am Bauernhof oder die Porkchop-Jungs sind alles hier ganz hilfreich, wer sie kennt. Ja, Mann. Die haben es ziemlich drauf, aber eher was Redstone angeht, ja, und so kommt es halt dann irgendwie alles zusammen. Ja, ich führe euch jetzt am besten mal rum. Also ihr seht schon, hier geht's schon mächtigst Oh, ab. der, Ich hoffe. ich muss ihn noch mal zeigen. Der Dachgiebel vom Bahnhof ist echt das Geilste. Ja, Mann, der geht ultra ab. Aber ich sehe gerade, das ist ein kleiner Fehler. Der ist richtig hardcore. Da hängt noch ein Holzstück anstatt ein Baumstamm. Aber nicht weiter schlimm, lässt sich beheben. Ja, wie gesagt, nochmal danke für die Rezension. Ich hoffe, die neuen Gebäude gefallen euch auch. Also, wir gehen erstmal hier zu dieser Brücke. Ja, Mann, bevor wir ins eigentliche Dorf kommen, kommen wir ins kleine Nebenabteil, nämlich in mein Reich, hier Ja. Sluxys Ja, und da habe ich nämlich diese Brücke gebaut mit diesem Zollhaus, Brückenturm. Hier kann man runter. Der besitzt einen kleinen Anlegesteg mit Boot. So, der Kameramann kommt natürlich gleich nach. Ihr seht hier ein Yeah. Boot. Da kommen wir hier gleich hoch. Da wird später natürlich auch noch von unserem Herrn Statiker noch ein richtig fetter Hafen gebaut, irgendwann mal irgendwo. Ja, wenn wir genug Ressourcen dafür haben. Mit dickem Kontor und allem. Ja, auf jeden Fall. Also dann geht's hier die Brücke. Und hier ist Sluxys Försterei, die ich persönlich für ihn gebaut habe, die aber schon einige Rückschläge hat hinnehmen müssen. Oh ja, letztens Und gab es hier einen zwar, bösartigen Brand. ja. Unsere liebe Chebre hat versucht, dem lieben Sluxy hier einen Kamin reinzubauen, wo das Haus dann ziemlich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber stadiger Frankie hat das alles wieder aufgebaut, soweit. Genau. Ich glaube, sieht zwar nicht mehr ganz so aus wie vorher, aber ist nicht schlecht. Ja, Da hat es hier kommt eine. aber fast hin. Ich finde es sogar Also, fast besser. genau. Mein Haus ist mit Absicht relativ schlicht gehalten, da es ja ein Försterhaus ist und keine Hightech-Penthouse-Wohnung, ne? Also hier das Wichtigste, meine ganzen Setzlinge. Dann Ja. hier ein Bild von meinem besten Freund. Ja, oh, ich hasse ihn. Hier in einem Rahmen die Karte Maximum, alles abgelaufen. Ja, Richtig geil, wirklich. ja. Und kleiner Wohnbereich für den Jan. Kleiner Wohnbereich, Creeper-Bettwäsche, kleines Bildchen, Ofen. Dann habe ich hier nochmal meine Geheimkiste, da kommt nachher auch meine Rüstung wieder rein, ein paar Diamanten, die ich gefunden habe. Ja. Hier Verzauberungsbücher, Eimer, eine Kartoffel, ein Kompass, was man alles so braucht in der Försterei. Wir lieben Creeper. Hier Dachluken, ey. Ist es nicht geil gebaut? Hier so eine kleine Dachluke. Ja, Perfekt. wir zeigen das auch gleich nochmal von außen. Genau. Denn der gute Jan hat ja von mir auch gewünscht, einen Giebel bekommen. Wie man hier Yeah. sehen kann. Er hat hier auch einen kleinen Gemüse- und Kräutergarten angelegt. Genau. Und hier obligatorisch die aufgeladenen Holzstämme, die natürlich per LKW ankommen. Die dürfen bei keiner So. Försterei fehlen. Ja.
unserem Mittelalterstil getreu natürlich Fichte. Ja, natürlich. So. Und hier den Boden habe ich mir noch ausgedacht. Birke als Boden, auch nicht schlecht. So, und dann natürlich deine Baumfarm selber. Ja gut, zu der Baumfarm, also hier eine kleine Kartoffelplantage. Das ist natürlich nur provisorisch, da kommt dann irgendwann nochmal eine professionelle Farm, ganz klar. Hier zu der Baumfarm an und für sich gibt's nicht viel zu sagen. Selbes Bauprinzip wie auch auf der alten Insel, bei unserer alten Stadt. Hier habe ich dann die Farm vom Rest des Waldes abgetrennt mit Zaun. Hinter der Birkenfarm gibt es da noch ein kleines Geheimfach für den lieben Slaxi. Ja, was das Herz begehrt. Ein bisschen Essen, ein bisschen Zauntore, ein bisschen Knochenmehl kann man ja immer gebrauchen für Bäumchen. Also ihr seht, hat alles Hand und Fuß hier. Genau, und dann kommt hier natürlich der Fichtenwald. Ich habe das Haus, beziehungsweise den Wald, habe ich so halb, dreiviertel ums Haus rumgebaut, damit's, weil bei Nacht im Mondschein kommt es super geil, so ein kleines Horrorhäuschen, wie man es aus manchen schlechten Filmen kennt. Ja, die immer am Crystal Lake liegen. Ja, genau, also das macht richtig... Die Horrorfilme, wo finden sie das? Am Crystal Lake. Ja, genau. Weißt du, irgend so ein paar Teenies fahren mit ihrem ranzigen Auto raus, nachts an See, das Haus haben sie vom Onkel dritten Grades irgendwie vererbt bekommen oder so. Und natürlich haust immer irgendwo ein Jason oder so, dann Freddy, keine Ahnung. Dann immer Crystal Lake. Heißt immer Crystal Lake. So, ja, die Mammutbäume hier. Geil. Hier gab's ja ein Speed-Video von mir dazu, ein Zeitraffer-Video. Die Mammutbäume, die sind richtig dick. Da hat übrigens auch einer mal gebrannt. Oh ja, da gab's auch schon den einen oder anderen Brand. So, jetzt, wenn ich hier schon gerade bei einem Mammutbaum bin, kletter mal just for fun hoch, versuchen nicht runterzufallen. Gucken uns das Ganze mal von oben an. Ja. Wo bist du denn jetzt? Ja, hier, also man kann relativ gut hoch. Warte mal. Hier gibt's sogar eine kleine Gehhilfe, einen Erdklumpen. Eine Gehhilfe? Alte Leute haben eine Gehhilfe. Der da drüben ist höher, scheiß drauf. Und von hier oben hat man dann einen wunderbaren Ausblick auf unser Dörfchen mit 1, 2, 3, 4, 5, wenn man die Hütte mitzählt. Da hinten ist noch eins mit 6 Häusern insgesamt schon. Die einen Haufen Arbeit, einen Haufen Ressourcen gekostet haben. Ja, Mann. Boing. Ja, ich führe euch dann mal weiter. Der Kameramann ist unterwegs. Es gibt noch einiges zu sehen. Und ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie der Bahnhof. Ihr seht auch, die Häuser sind natürlich alle im gleichen Stil gehalten. Also vom Material her natürlich, das passt, weil es wäre irgendwie scheiße, wenn man da jetzt irgendwie Ziegel plötzlich verwendet. Jedoch immer mal ein bisschen anders gebaut. Wir kommen hier gleich zu unserem neuesten Gebäude. Oh yeah! Schaffarm. Oh, warte mal. Da fehlt noch ein Schildchen. Ja. Mit Hausnummer. Das kommt dann irgendwann auch noch, ja. So, Schaffarm. Ja, ihr seht, Innenbereich, wie gesagt, neuestes Gebäude. Mit 2F, geil. Schaffarm, oder? Ja, mit 2F, aber es sieht geil aus. Ja, egal, mach weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber wie gesagt, hier Inneneinrichtung vom Schäfer natürlich noch nichts wegen neu gebaut. Trotzdem sind wir recht stolz auf unser Innenbereich für die Schafe. Das ist nämlich dieser hier. Und ihr seht hier an den Seiten rechts und links oben ziemlich cool. Ja, also die Schafe haben hier einen Innenbereich, wo sie sich innen aufhalten können mit hier ein bisschen was zu essen. Haben hier einen Außenbereich mit auch was zu essen. Mit einem kleinen Wasserloch. Und natürlich Licht. Ja. Das Licht habe ich mir aber eher dazu gedacht, dass hier natürlich keine Monster spawnen. Das klappt auch ganz gut. Ja, sieht also ziemlich geil aus, wie ich finde. Und die Viecher fühlen sich auch wohl. Ist artgerechte Haltung. So ist es. Ja, nicht, dass uns die Peter hier aufs Dach steigt. So, natürlich hat der Schäfer auch ein eigenes Lagerhaus, womit er seine Wolle, und das ist richtig geiles Teil. Bam! Bam, Junge, als der ist auch alles schon beschriftet, wie ihr sehen könnt. Wolle weiß, Wolle hellgrau, Wolle grau, Wolle schwarz, rot, bla 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 bla. Es gibt ja eine Million Farben. Genau. Und der Slaxi wird euch als Kameramann jetzt gleich mal mein Buch vorstellen. Highlight. Ich habe ein Buch geschrieben. Ja, der White wird vom Architekt zum Autor, zum Buchautor.
Ja, da kann er mal kurz durchblättern. Farbstoffe, Wolle von Whitey 88. Yo! How to Farbstoffe, Seite 1 von 20. Oh yeah, baby. Hallo lieber Minecrafter, ich verfasse dieses Buch als eine Art Guide und Hilfe. Hier könnt ihr nachlesen, welche Zutaten und deren Anzahl ihr benötigt, um den gewünschten Farbstoff zu erhalten. Verfasser Frank. So, per Pfeil geht's dann hier weiter und wir haben sogar ein Inhaltsverzeichnis. Ist es nicht geil? Mit verschiedenen Farben, die es da alles so gibt in der Natur. Fangen wir doch einfach mal just for fun. Nehmen wir uns mal hellgrüne Wolle, Seite 11. So, dann jumpen wir zur Seite 11. Hellgrüne Wolle. Einmal Wolle weiß, einmal hellgrüner Farbstoff. Und hellgrüner Farbstoff bekommt man Kaktusgrün und Knochenmehl. Yeah! Ja, und so geht im Prinzip das ganze Buch. Genau. Hat auch ewig lang gedauert, den Scheiß zu schreiben. Vor allem, weil man, wenn man einmal sich verschrieben hat, wieder alles löschen muss. Also man kann irgendwie nicht wieder in eine andere Zeile springen. Das finde ich eigentlich noch sehr blöd. Das könnte man vielleicht auch mal patchen. Aber macht nichts. Ich denke mal, das gefällt euch auch. Oh, es ist wieder Nacht. Oh shit, Moment. So, müssen wir natürlich erstmal Tag machen. Auspacken, weil wir wissen ja nicht, ob da draußen jetzt irgendwo ein Wichser. Ja, die Viecher spawnen verdammt schnell in letzter Zeit. Ja, übel. So, also das war die Schaffarm. Den Stall. Und ihr seht hier, also nach und nach kommt auch richtig geiler Gehweg. Den hat Frank auch in der Mache. Ja. Nicht hier so diesen alten Kies-Scheiß da hinten, der kommt weg. Ja, allerdings. So. Den Stall kennen wir ja. Stall kennt ihr, genau. Da gibt's allerdings Stall. Auch noch das ein oder andere Update. Wie kommt denn die Kuh hier rein? Egal, aber sie stirbt jetzt einfach. Gibt's ein bisschen Fleisch? Guck mich jo. Nicht so an mit deinen treu doofen Augen. Ja, Treppe nach oben. Ansonsten werden hier halt Rinder gezüchtet. Ja, auch artgerechte Haltung, wie man sieht. Fast. So, das Lagerhaus. Das eigentliche Lager. Ziemlich geil. Unser größter Schuppen momentan. Huch. Ja, die Schafarm ist fast größer, würde ich sagen. Ja, ihr seht hier auch wieder Kisten. Ich weiß gar nicht, haben wir das Lagerhaus schon mal richtig vorgestellt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube noch nicht. Naja, eben deswegen bin ich dabei. Genau. Also, Frank hat gebaut, ich habe angeordnet. Kann man so sagen. Ja, also wir haben hier oben, also im Erdgeschoss sind so Materialien, die man eigentlich immer braucht, wo man gerade schnell ablegen kann, das sind gleich verfügbar. Es sind so harte Materialien, wie ich sie gerne nenne, wie zum Beispiel Erde, Stein, Pflasterstein, also der gute alte Koppel, Sand und Kies und Holz, da hinten sind die Holzkisten und Holzprodukte und Steinprodukte und so ein ganzer Scheiß. Ja, und dann geht's hier auch unter den Erzkeller. Der Erzkeller ist auch schon so ein kleines Highlight, finde ich. Ja, ist schon richtig geil. Sieht eigentlich schon aus wie so ein Weinkeller und ist ganz edel mit Holz. Yeah! Ja, hier sind natürlich die Erze versteckt und die Kohle und auch viele Öfen. Eisenbarren, Goldbarren, hier ist Kohle, überall Öfen zum Burnen, also... Also Öfen und Tische befinden sich eigentlich in jedem Stockwerk, weil ich dachte, das ist eigentlich ziemlich nützlich, wenn man gleich in jedem Stockwerk das Zeug brennen kann. Das ja. Markt haben wir noch leider keine, aber insgesamt schon 48 Diamanten, da sind wir natürlich stolz drauf. Ja, und Gold ist auch nicht schlecht und Eisen ist auch sehr, sehr gut. Lapis, da hinten ist dann Redstone und nochmal Erz-Random-Blöcke, falls man noch irgendwie mal was brennen muss später oder so. So ist es. Ja, also nach und nach füllt sich hoffentlich unser Erzkeller, weil da sind ja die wichtigsten Dinge drin. So, im Obergeschoss haben wir da natürlich... das weiche Lager, wie ich es gerne nenne, wie zum Beispiel Pflanzendrops, verarbeitete Pflanzenmaterialien, Monsterdrops, Tierdrops, Tierverarbeitungen, Nahrung, bla bla bla, Glas, seltenes Zeug, habe ich hier irgendwo mal einen Blumentopf gefunden bei einer Hexenhütte, giftige Kartoffeln, ein paar Blumen, hier eine Karte, eine Schallplatte hat auch irgendwann mal einer liegen gelassen. Ja. Ja. Und als übelstes Geheimfach, den Waffen- und Rüssikeller, da, die Kisten sind zwar noch relativ leer, aber da kommt alles nach und nach. Vielleicht versehen wir den auch mal mit einer Alarmanlage oder mit einem Schloss, wissen wir noch nicht so genau. Da kommen wir auch gleich zum nächsten Ding. Oh, da bin ich so stolz drauf. Oh, kommt mit, Leute, kommt mit. Achso, erstmal möchte ich auch hier Schäpris
Brunnen noch vorstellen. Yeah! Sie hat uns einen Brunnen gebaut, der wirklich sehr, sehr schön ist. Mit, da hat es nicht mehr leider ganz gereicht, aber... Ja, da brauchen wir noch 2 Glowstones, aber das ist ja das kleinere Problem. Das kriegen wir alles noch hin, ja. Auf jeden Fall. So, kommt mal mit, liebe Leute. Oh yeah! Yeah! Der Nederbunker, jetzt passt mal auf. Guck erstmal weg, ich will, guck erstmal hier in die Erde rein, ich will erstmal wissen, ob's leckt. So. Yeah. Oh, die Experten werden es schon am Geräusch erkannt haben. Ja, Achtung. Ich habe mich ein bisschen mit Redstone befasst, liebe Zuschauer. Und jetzt guckt der Nederbunker. Bam. Bam, Alter. Geile Scheiße, oder? Eine Schiebetür. So. Ja, hier kommt irgendwann das Nederportal rein. Genau. Wo wir natürlich das Obsidian noch holen müssen. Aus da geht's Altdorf. Dann zukünftig richtig ab, wenn wir wieder Nether-Expos machen. Ja, also wenn man hier auf den Knopf drückt. Irgendwie muss man ja auch wieder raus aus dem Bunker. So, bei mir leckt's halt echt ein bisschen, weil Texturenpaket habe ich momentan 64er Misas drin. Und es ist noch ziemlich ressourcenfressend. Also da müsst ihr mir die kleinen Ruckler ab und zu verzeihen. Gut. So, nun ein Gebäude, auf das ich auch ziemlich stolz bin. Meine ja, Bäckerei mit angehöriger Weizenfarm. Weizenfarm, wir betonen Weizen, Weizenfarm. Weizenfarm. Ziemlich geil. So, hier die Bäckerei, ziemlich authentisch, wie ich finde. Ja, Verkaufstresen, Stehtische und... Stehplatz. Frank, darfst du mal hier das Highlight vorlesen, die 3 Schilder? Ja. Also ein Brot kostet 0,50 Gulden, ein Keks 0,10 Gulden, ein ganzer Kuchen 4 Gulden und ein Kuchen ein Viertelstück kostet 1 Gulden. So wie man früher bezahlt hat. So ist es. Natürlich hat der Bäcker hier auch eine Trese, wo er das ganze Brot und Kuchen lagert, wie wenn ihr in den Bäcker geht, wie ihr es dann auf diesen Regalen kennt. Genau. Und dann hat er hier seine Öfen, noch ein Crafting-Tisch, falls man ihn braucht. Natürlich auch ein Lagerraum, um die ganzen Zutaten natürlich zu lagern. Yeah. Ne? So, und dann gehen wir weiter zur Weizenfarm. Das ist geil, eigentlich geiles Wortspiel. So. hier hat er nochmal so eine kleine Backstube, wo hier unten waren jetzt die fertig gelagerten Produkte, wo ihr gerade wart. Und hier kommen die Zutaten dafür, die wir hier brauchen. Zucker, Eier, Kakaobohnen, Milch. Also dann kann man alles craften, was man beim Bäcker bekommt. Genau. Den Gang zeigen wir später. Dann geht's natürlich auch hier hoch. Das erste OG ist das Samenlager. Hört sich ein bisschen komisch an, ich weiß. aber es ist nun mal so. Hier sind nämlich ein Haufen Samen drin. Denn die haben noch was viel Cooleres gebaut. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Ja, oben ist dann die Wohnstube. Die muss unsere liebe Schäpre dann noch ausbauen. Ist noch in der Mache. Oh, soll ich es mal von hier oben zeigen? Durchs Fenster luken? Ja, loop mal unten da durchs Fenster. Nee, falsche Seite. Schade. Ja. Falsche Himmelsrichtung. Hier kannst du mal durchs Fenster loopen. Oh, die können wir eigentlich dann auch gleich anwerfen. Ja, perfektes Timing. Nee, komm, ich zeige sie hier in voller Pracht. Bam! Ja, Weizenfarm. Le Weizenfarm? Genau. So, ziemlich cooles Teil. Ich glaube, ihr kennt's. Manche kennt's schon aus dem ersten Let's Play von Sluxy. Staffel 1. Minecraft. Ja. Staffel 1, genau. Diese hier ist natürlich überarbeitet. Ihr seht, ein Feld mehr. Vorher waren es 3 Felder, jetzt sind es 4. Also eine Terrasse, ne? Eine Terrasse mehr, genau. Die Slabs wurden erhöht, damit nicht mehr so viel Zeug liegen bleibt. Hier fehlt aber ein Slab, sehe ich gerade. Hier auch. Oh, in der Mitte fehlen die Slabs. Jo, kriegen wir noch hin. Hier natürlich der Abfluss, den kennen wir auch noch. Ja, der Abfluss. So, und dann gehen wir mal runter. Jetzt zeigen wir noch schnell die Auslösemechanik mit Redstone-Leitung mit verlegt. Redstone, ja. Früher hatten wir ja das Haus hinter der Weizenfarm. Da wir aber keinen Bock haben, immer so weit zu laufen, hier mit Redstone eine Wasser-Erntesystem-Hauptkontrolle. Yeah. Wenn man hier den Schalter betätigt, geht das Wasser an und aus. Ich würde sagen, du bleibst mal hier. Zeigen, ja. Du bleibst mal hier unten stehen. Ja, und hier wird natürlich das ganze Weizen gelagert. Hier ist dann der Loot-Kanal, da fließt dann die ganze Scheiße hierher. Ziemlich geil, einfach stehen bleiben und Spaß haben, wenn das Zeug auf euch droppt. Yeah.
So, dann lass ich mal laufen. Moment. So, ich suche mir noch eine kleine erhöhte Position oder so irgendwie was. Oh, warte mal ganz kurz. Ach ja. Kleine Verzögerung, ich komme gleich nochmal. Ich baue das dann gleich in den Slabs aus und hoffe, dass dann gar nichts mehr hängen bleibt. Kleinen Augenblick. Ach so, ja, hier gibt es auch übrigens noch einen kleinen Geräteschuppen. Da kann ich die Zeit ein bisschen überbrücken. Ist halt nur so was Hingekacktes mit Haken drin, weil man kennt's, wenn man auf der Weizenfarm rumtrampelt, irgendwann passiert's halt mal und ein Feld geht kaputt. Jo, natürlich also haben wir auch noch Lichtversorgungsfackeln, damit die ganze Scheiße hier schneller wächst. Vor allem nix spawnt. Ja, eingezäunt natürlich. Ich würde sagen, hau das Ding mal an. Ja, ziemlich authentisch und mittelalterlich alles. Also angeht geht das Ding. So, da kommt natürlich das Wasser und bam, 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 bam. Das ist geil, das ist der Redstone. Das heißt, wir müssen uns eigentlich keinen Meter bewegen. Und geil, es bleibt nichts liegen. Ah, doch, rechts ist eins liegen geblieben. Ja, das kann man nicht vermeiden. Ab und zu bleibt halt immer mal wieder ein oder andere liegen. Aber so funktioniert das Ganze dann. Das kennt ihr. Oh, Nacht. Ich geh mal runter und sammle den ganzen Scheiß ein. Genau. Richtig geil. Wie weit du sagst mir dann, wann das Wasser ausmachen kann? Zip, zip. Lass mal noch ein bisschen laufen. Wir haben ja 4 Terrassen, da dauert das natürlich etwas länger als vorher. Ja. Und da wird auch. Ja, du kannst abstellen. Ja? Jo. Okay, Wasser aus. Ich stelle mich schon mal rein in die gute Suppe. Sieht das geil aus, hey, sieht das geil aus. So, hier unten staut sich natürlich noch alles. Wow, extreme Lags. Und zip. Jetzt wird die Masse darunter transportiert zum Frank. Sehr gut. Ja, ich stehe nämlich schon im Loot-Kanal. Da kommt hier alle paar Dinger, kommt da irgendwas wieder runter. So, und am Ende, wenn dann alles glatt gegangen ist, haben wir ungefähr richtig Material. Haben wir ungefähr 3,5 Stacks oder knapp 4 sogar an Weizen und nochmal fast die Hälfte mehr dazu an Samen. Also da und geht's. Samen habe ich jetzt richtig viele, mein Inventar ist voll. Da geht's richtig ab da unten. Im Loot-Kanal. Samen, ich gebe dir dann gleich mal ein paar Samen. Ja, warte mal, ich komme mal hier runter. Ja. Also Weizen habe ich schon hier rein. Hast du schon vertickt. Sehr gut. Und so, mit. Das war uns halt wichtig, dass wir so schnell wie möglich eine Weizenfarm am Start haben, damit wir die ganzen Tiere hier auch vermehren können. Ja. Jo. So, ich würde sagen, dann pflanzen wir das Ding mal kurz neu. Gut, da mache ich natürlich einen kleinen Aufnahmestopp, weil das ist ja langweilig. Bis gleich. Gut, da sind wir wieder. Alles neu bepflanzt. Wunderbar. Die restlichen Samen bringen wir jetzt noch schnell ins Lager. Ins Samenlager? Genau. wo steckst denn du? Ich habe noch gerade ein bisschen Weizen abgelegt. Gut, ich erwarte dich vor dem Eingang Bäckerei, wenn es dann weitergeht. Jawohl, also die Bäckerei finde ich ziemlich geil. Also da bin ich auch echt mal gespannt auf eure Rezension hier für das Video und unser Dorf, was wir bis jetzt schon alles gebaut haben. Ja, mein Nederbunker, warte, noch einmal. Da ist er ja ganz stolz drauf, hier, der Frank. Das ist so geil. Es sieht auch geil aus, ne? Ja, Mann, übel. So einfach so eine massive Mauer. Oh, ja gut, wenn die Schilder und die Fackeln nicht wären, könnte man meinen, oh, hier ist ja gar nichts. Und dann, bam, Nederbunker. Fett. Ja. Da habe ich mich gefreut wie ein Schnitzel, als der Marvin und der Slugs mir Schleimbälle gebracht haben, damit ich mir Sticky Pistons craften kann. Yeah. Oh, geil. So, ja, ihr habt jetzt eigentlich schon fast alles gesehen. Ja, mehr ist eigentlich nicht passiert. Also wie gesagt, was heißt mehr? Eigentlich ja schon viel. Wie gesagt, es wäre natürlich jetzt noch mehr passiert, aber wir wollten es euch jetzt nicht mehr vorenthalten. Ja. Und ihr müsst auch, ich denke mal, es ist ja klar zu erkennen, dass die Häuser hier ziemlich viel Arbeit sind. Oh yeah, fragt mich nicht, wie viel Fichte ich dafür abgeholzt habe. Das ist Wahnsinn. Ja. Aber wie gesagt, gerade eben schon, kurz wo ihr raus wart aus der Aufnahme, wir sind halt rare. Kleiner Insider, wir sind rare.
So, dann zum guten Abschluss nochmal. Im Zeitraffer habt ihr das ja schon gesehen. Meine japanisch-asiatische Felderfarben hier mit Zuckerrohr. Wenn das Zuckerrohr natürlich voll hochgewachsen ist, dann ist es richtig geil zum, naja, zum Versteckenspiel. Du erkennst halt hier die Hand vor Augen nicht mehr. Also wenn du da durchläufst, da ist echt, oh, hier haben wir sogar eine Kuh. Also. Ich finde halt, dass das übelst geil aussieht, vor allem halt übelst authentisch, die da wirklich so eine Reisfarm. So eine Reisfarm, ne, hier so verschiedene Terrassen auf verschiedenen Höhen und so weiter und so fort. Ja, ich meine, ich weiß ja, wie das aussieht, weißt du, hier damals Vietnam. Damals. Da war er live mit dabei, der Frank. Ja. Gut. Und vor allem, wenn du hier halt wirklich einmal auch nur halbherzig durch die Farm durchgehst, hast du, was weiß ich, 10 Stacks Zuckerrohr oder so. Das reicht dann erstmal. Finde ich geil. Okay. Ja, das war's dann eigentlich. Dann wären wir so weit auch wieder durch. Also, ihr könnt euch vorstellen, dieses Dorf wird riesig. Hier gibt's so geile Stellen, wo man so geile Sachen bauen kann. Da kommen auch noch einige Sachen. Wir versuchen natürlich immer, möglichst authentisch zu bauen. Natürlich hätten wir jetzt auch eine elektronische Zuckerrohrfarm bauen können. Aber ist halt irgendwie weniger authentisch so. Bei der Weizenfarm sieht's halt irgendwie trotzdem noch nach Mittelalter aus, finde ich. Aber wenn es dann irgendwie zu viel Spielerei wird, ja gut, mein Nedertor ist halt auch, aber es passt halt irgendwie auch. Ne? Das muss auch mal sein, ja, so versteckt im Berg, ne? Jo! Ja, dann war's es, war schon fast so eigentlich, ne? War jetzt eigentlich so ein Let's Showplay. Genau. Und ich würde sagen, wir klemmen uns da weiter dahinter, merzen mal noch ein paar Fehler aus. Während das Lachsi hier Zuckerrohr auskotzt. Und ja, ich denke mal, ihr dürft euch sehr aufs nächste Video dann wieder freuen, wenn es dann wieder 1, 2, 3, 4 Gebäude mehr gibt oder irgendwelche anderen Sachen. Ja, wichtig ist, schreibt viele Kommentare. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ja, also haut das Video voll und liked das Video fett und alles Mögliche. Ja. Genau. Damit auch jeder sieht, was für eine tolle Stadt wir haben. Weil hier steckt echt ein Arsch voll Arbeit drin. Denkt dran, wir sind richtige Minecrafter, wir brauchen keinen Creative-Modus. Ja, genau, wir sind Rare. Wir arbeiten mit Herz. So sieht's aus. Gut, wie gesagt, wir hoffen, euch hat hier alles gefallen. Schreibt, was euch gefällt, schreibt, was euch vielleicht auch nicht gefällt. Gebt Verbesserungsvorschläge, findet super und bis zum nächsten Mal dann. Sluxy und Frank, tschüss! Ciao, ciao!